Komm an der Treppe. Danke. So, dann machen wir nochmal an den Köpfen weiter. Hier? So. Bisschen enger. Ich würde den Kopf auch mal so ablegen. Genau. In der Sandkiste verspricht sie mir noch die ewige Liebe. Jetzt guck dir das an. Tja. Traue keiner Frau unter 7 Jahren. Daniel, komm doch mal mit aufs Foto. Ach bitte, nur einmal. Hey, das ist meine Brau. Ach komm, Daniel und ich, wir sind wie Bruder und Schwester, stimmt's? Es kommt auch nicht so oft vor, dass einer unserer Hochzeitsplaner zusammen mit dem Brautpaar auf dem Foto ist. Daniel und Frau Steinmann kennen sich schon ewig, seit ihrer Kindheit. Aus Freundschaft zwischen Mann und Frau wird oft Liebe. Wir haben Glück, dass der Doc, sie und ich nur Kollegen sind. Das gäbe sonst ein ganz schönes Durcheinander. Ich kann mich doch so schwer entscheiden. Wie hat sie jetzt das gemeint? Ja, also manchmal ist es besser, man stellt keine Fragen, Captain. Jetzt hat sie endlich die Liebe ihres Lebens gefunden. Da haben Evelyn und ich etwas gemeinsam. Ich bin so gespannt, was sich seit meiner Kindheit alles verändert hat. Die ganzen Bilder sind noch so stark in meinem Kopf. Wenn beim Sonnenuntergang die Felsen in Arizona tiefrot aufleuchten, das ist ein Anblick, den vergisst man nie. Genauso wenig wie den Moment, dass ich dich zum ersten Mal sah. Daran erinnerst du dich noch? An jede kleine Einzelheit. Ich freue mich, nach so langer Zeit meine Tante und Ben wiederzusehen. Entschuldigen Sie die Störung. Der Fotograf hätte jetzt Zeit für Sie. Gut, wir kommen. Stößt du mit mir an? Gerd ist noch auf der Kabine und zieht sich um. Er scheint wirklich ein netter Kerl zu sein. Ja, nach meinen vielen Fehlschlägen scheine ich nun endlich den richtigen gefunden zu haben. Und das Schöne ist, Gerd liebt Pferde und Reiten, genau wie ich. Deswegen Arizona. Auf einem Pferd durchs Monument Valley reiten, das ist doch einfach ein Traum, oder? Ja. Ich bin Gerd so dankbar, dass er die Reise über die Reederei gebucht hat. Das war wirklich das schönste Hochzeitsgeschenk, das er mir machen konnte. Und ich bin sicher, du machst was ganz Besonderes daraus. Marie und ich machen was Besonderes daraus. Wir organisieren die Hochzeitsreise nämlich gemeinsam und wir gehen auch zusammen mit euch an Land. Du, sag mal, wann ist es bei euch eigentlich soweit? Was? Heiraten, Kinder, Familie. Jetzt bringen wir erstmal dich unter die Haube. Und dann sehen wir weiter. Und ich? Gern. Danke. Evelyn! Hey. Was ist los? Ich weiß es nicht. Hol Doc Schröder, schnell. Herr Dr. Schröder. Ja. Ich hatte doch meinen Frauenarzt gebeten, Ihnen meine Untersuchungsergebnisse zu schicken. Sind die schon angekommen? Leider nein, aber ich sage Ihnen sofort Bescheid. Sie halten mich sicher für vollkommen hysterisch, nicht? Es ist nur so, mein Mann und ich, wir wünschen uns so sehr ein Kind. Aber ich werde einfach nicht schwanger. Ja, das kommt schon öfter vor, dass es nicht gleich klappt. Besonders bei Paaren, die sich so sehr ein Kind wünschen wie Sie beide. Es sollte einfach meine große Überraschung zur Hochzeit werden. Schatz, wir bekommen ein Baby. Naja. Entschuldigung. Ich komme sofort. Ich werde dringend gebraucht. Selbstverständlich.